Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel CSR Racer 2. Ich starte das Spiel voll mit rein. Warte mal. Eine Minute oder zwei. Je nachdem, wie lange er braucht. Nein, nur ein paar Sekunden. Hoffentlich. Ja, das ist ja mal wieder ein Spiel, was ich sehr gerne spiele, das Autorennspiel. Was ich halt bei den Spiel halt nur nicht mag, sind immer die Ladezeiten. Die sind immer so lange. Ja, fängt ja schon an mit dem Startbild. Ich glaube, ich unterbreche das Video kurz. Bis gleich. Okay, wir sind am Start. Endlich hat das Spiel. Ich mach mal die Tür zu. Ich nehme mal auf. Tada! Okay. So, endlich geht das Spiel los. Und wir können jetzt die Dailies machen. Ich habe immer Angst, dass er jetzt irgendwie wieder abstürzt, weil irgendwie Seite BlueStack 5, jetzt geht mein Handy auch los hier, keine Zeit, irgendwie seit es BlueStack 5 gibt, ist BlueStack 4 oder hat BlueStack 4 immer mehr Fehler. Also BlueStack 4 zu spielen wird immer schwieriger, weil die Spiele einfach so abstürzen. Das habe ich jetzt schon bei mehreren Spielen gehabt. Ich habe ja auch schon 5 auch auf dem Rechner drauf. Und ich werde das Format wahrscheinlich bald aufhören, weil mit BlueStack 4 wird das nicht mehr so attraktiv, weil immer die Spiele abstürzen. Die laufen nicht so stabil. Ja, das werde ich wahrscheinlich mit dem Spiel bald aufhören. Mit dieses Format Jagd nach dem Ticket. Dann werde ich wahrscheinlich irgendein anderes Spiel spielen und dann mal gucken. Aber jetzt zu diesem Spiel. Wir sind dabei. Eine Verbesserung habe ich noch. Oder soll ich das Geld behalten? Ich mache erstmal mein Handy hier laut los. So. Ton aus. Akku stand leer. Ja, ich weiß. Eine Minute noch. Was haben wir hier noch? Da, ich habe jetzt hier alles auf Stufe 3 bei den Chevrolet. Genau. Und möchte damit halt gleich fahren. Muss noch tunen. Noch was eingeben in den Handy. Fertig. Gut, und hier schaue ich halt immer nach die Krone. Ich habe kein Internet. Ich habe doch Internet. Warte mal. Ich habe doch Internet. Oh, keine Ahnung. Hier nach, nicht nach der Krone. Hier nach schaue ich immer. 400. Da passiert hier gar nichts. Ja, 486. Ah, der endet sich. Der war das. Achso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier war 6. Also bei denen dann.
Dann gehe ich 2 zurück. 1, 2. Das war eigentlich schon eingestellt. Nitro haben wir gemacht. Reifendruck 37. Plus haben wir 36. 37. 38. Das waren 3, also gehe ich 2 zurück. Gut, da haben wir jetzt das Beste, Optimalste herausgesucht, anwenden. Und wenn jetzt mit den Chevrolet die Liga Nummer K3 spielen, weil die habe ich noch nicht fertig, ich spiele das Spiel schon so lange und habe die K3 noch nicht fertig, das kann ja nicht sein. K1 habe ich fertig, das ist gleich oben auf der Karte. K2 ist rechts an der Karte. Und K3 müsste das hier sein. So, hier, das ist K1. Da steht jetzt, ich muss K3 schaffen. Das ist K2, der orangene Bereich. Habe ich auch fertig. Also hier sind immer noch abgeschlossen. Das ist das mit der Story, das Rennen, und das sind dann halt nochmal so ein paar Rennen mit K1. Abgeschlossen, die Story ist auch abgeschlossen. Und das hier ist jetzt SmackDown, also das läuft noch eine Stunde, das ist dann auch weg. Hier haben wir reguläre Kämpfe, das spiele ich hier oben. Du kannst halt immer so ein bisschen fahren, ein bisschen Geld holen, Autos ausprobieren. Das ist dann auch bald weg und das, was anderes, das gehört nicht dazu. Also nicht in der K2. Und das hier ist die K3. Hier muss ich noch 19 Rennen fahren. Reguläre Rennen. Und die Story habe ich auch noch nicht durch. Ist hier unten noch was? Nein. Also das hier ist K3. Das muss ich noch schaffen. Ich habe jetzt meinen Chevrolet ein bisschen aufgewertet. Der ist noch nicht ganz so gut. Ich habe hier auch Schwierigkeit 3. Also was es 3 ist, schaffst du nicht. Ich probiere es, aber das schafft man nicht. Ah, gegen ein 4-Sterne-Auto muss ich fahren. Deswegen schafft man das nicht. Also ich mit meinen nicht. Wenn meiner besser ist, wird die Schwierigkeit natürlich weniger. Aber jetzt erstmal unmöglich. Jetzt muss ich nur wissen, wo war Turbo. Shift. Turbo ist Shift. Gas geben am Anfang und hochschalten. Okay. Das kriege ich ja noch hin. Ich probiere jetzt die Story einmal, wo ich eigentlich weiß, dass ich das nicht schaffen werde. Und danach gehe ich zu den anderen Rennen bis zu Level 32. Nichts. Garage. Ja, ich muss jetzt auf Garage gehen. Von der Garage gehe ich gleich wieder zur Karte zurück. Und dann spiele ich erstmal die anderen Rennen. Dass ich das abschließen kann. Vielleicht kriege ich dann genug Geld und kann mir dann halt. Ja, ich weiß, ich bin schlecht. Tschüss, Wiedersehen. Ich will dich nicht sehen. So. Vielleicht, wenn ich jetzt das andere Rennen fahre. Die 32 Level, also nicht die Stories, nur die Rennen. Vielleicht kriege ich ja genug Geld. Aber ich kann noch mal was anderes gucken. Ich habe hier 486 und warum springt das immer so schnell um? 486, mein anderer K3er ist hier, der ist
448. Der ist zwar plus 100, aber der ist schon besser wie der. Ist halt nur ein Mercedes. Ja, K4 habe ich schon, K5 habe ich, habe hier alles. 1, 2, 3, 4, 5. Die gibt es nur. Und den möchte ich bald, denn das war das erste Fahrzeug, was ich habe. Habe ich auch schon mit den Sternen aufgewertet. Die kann ich sogar, muss ich nochmal tunen, den auch. Den Ferrari habe ich halt durch die legendären Punkte gewonnen. Der ist auch sehr gut. Der ist sogar besser wie der hier zurzeit. Das ist, glaube ich, mein bester. Ich weiß nicht. Nee, der ist sogar besser wie der, ja. Das sind 900, 1200, ja. Nee, der ist auf jeden Fall besser. Der geht ab wie eine Rakete. Aber wir sind heute bei K3. K3. Zum Rennen. Ich werde jetzt die Rennen einfach so alle durchwalken, sage ich jetzt mal, bis ich nicht mehr weiterkomme. Und dann werde ich was aufbessern. Dann müsste ich nochmal neu tunen, das Auto. Ich glaube, Gangschaltung müsste ich aufbessern, damit ich die tunen kann. Und was war das andere? Getriebe. Ich glaube Motor, ich weiß jetzt nicht. Oh, so viel durchgedreht. Brauche ich da mein Nitro? Nö, brauche ich nicht. Ganz easy. Ohne Nitro. Oh, es wird schwerer. Jetzt sind zwei Balken da. Mit den anderen habe ich noch nicht bei die Runde geschafft, mit meinem anderen K3er. Werbung anschauen für Bonus? Nee, nächstes Rennen. Keine Zeit für Werbung. Ich soll Teile kaufen, sagt er, um mein Auto zu verbessern. Ich glaube, für Chevrolet habe ich auch ein paar Teile. Das muss ich nachher mal gucken. Da. So, da ist er. Unten rechts in der Ecke. James Mustang GP Premium. Guter Start. Ah, da brauche ich Nitro. Ah, nur gut geschaltet. Ja, komm mal. Nächste Runde. Wieder zwei. Zwei Rekorde von mir. Schade, dass ich meinen Hurricane nicht nehmen kann. Immer diese Ladezeiten, wirklich, das ist das, was an dem Spiel mich am meisten nervt, die Ladezeiten. Ein langsamer Start, kein Problem. Hui, das war schon knapp, aber ich habe auch langsam einen Start gehabt und ich habe einmal schlecht geschalten. Der nächste ist auch nur
zwei Balken, also ich kann es noch schaffen. Aber mit den Chevrolet komme ich auf jeden Fall weiter wie mit dem Mercedes schon mal. Das freut mich, obwohl der Mercedes 3 lilane Sterne hat und er nur ein gelben. Weiter geht's. Ein guter Start. Perfekt geschalten. Perfekt geschalten. Nitro. Perfekt geschalten. Boah. Ich glaube, der nächste ist 3 Sterne. Immer noch 2. Gehen wir nochmal einen weiter. Boah, schon wieder. Neuer Rekord. Ja. Ich bin begeistert von mir. Und da ich ja mit dem Plusdeck am Wochenende nicht mehr aufnehme, hat trotzdem Spiele. Ich hatte nämlich genau das gleiche Spiel gestern auch gehabt. Ich habe es aber nur einmal gespielt und dann halt nur aufgewertet. Da waren die 15 Minuten rum. Durch die Ladezeit dann immer, ne? Und dann habe ich auch ausgemacht. Weil, wie gesagt, was. Ich kann immer nur wieder das gleiche sagen, was mich an diesem Spiel nervt. Sind die Ladezeiten. Für Autolieb. Ne, krieg ich nicht mehr. Oder? Ne, verloren. Für Autoliebhaber ist das Spiel richtig gut. Die werden wahrscheinlich Spaß dran haben, da wird die Ladezeit wahrscheinlich auch nicht so stören. Ich mag zwar auch Autos, aber ich bin jetzt nicht so ein Tuning-Freak, sag ich jetzt mal. Oh, sehr guter, guter Start. Perfekt geschaltet. Perfekt geschaltet. Nee, auch nicht. Da war der Inkreis sogar besser gewesen. Ich habe noch so viele. Das habe ich gestern gekriegt. 30 Tankdingens. Das habe ich gesagt, heute muss ich das spielen und super. Genau das Spiel kam auch heute dran. Perfekter Start. Jawohl. Jetzt. Jawohl, ich hab's geschafft. Ja, der ist jetzt 3. Ne, das schaffe ich nicht mehr. Dann geht's jetzt zurück zur Garage. Jetzt wieder 2 Rekorde. Dann geht's zurück zur Garage. Und ich muss das Auto ein bisschen tunen. Aussehen ist mir egal. Das Aussehen ist mir wurscht. Wie gesagt, ich bin nicht so der Tuning-Freak. Ich mag zwar Autos, aber mit Tune habe ich nichts so am Hut. Mein Auto, wo? Oh, bewertet. Oh, dann kriege ich den. Den habe ich doch, den Hurricane. Was war noch der hier gewesen? Da? Oder nicht? Egal, ich habe sowieso keinen Platz mehr. Garage voll. Meine Garage ist voll. Okay, ich muss noch 3 Dingens fahren. Und die Crew-Punkte brauche ich noch. Jetzt mal hier kurz raufgehen. Was war das? Das war
war doch die Crew-Punkte. Crew. Crew. Na, abholen. Ja, super, nochmal ein bisschen Geld. Das brauche ich jetzt fürs Tunen. Da ist zurück. Stefan R. Weil ich das ja über Facebook angemeldet habe, da heiße ich ja Stefan Reddog. Da sagt Stefan ist mein Name und Reddog mein Familienname. Also Stefan R. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Getriebe. Eine Stunde dauert das. Okay. Kurz gucken. Tunen, was war das andere? Ah. Ich wollte auf Tune gehen, nicht auf Verbessern. Tune, da. Da ist es. Getriebe war das. Einstellung. Die Voreinstellung. Das müssen wir auch noch. Also diese Zündkerze, ne? War das. Getriebe haben wir gerade gekauft. Ist auf dem Weg in einer Stunde und 30 Minuten. Und das andere. Hm? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich kaufe einfach jetzt den hier. Dann kaufe ich den hier. Und den hier. Oder nee. Bestimmt der hier. Stoßdämpfer. Hm. Also den und den kann ich ja schon führen. Getriebe musste ich kaufen fürs Getriebetüren. Dann kaufe ich jetzt die Reifen. Gut. Dann ist jetzt alles erstmal auf dem Weg. Da muss ich jetzt eine Stunde warten. Eine Stunde und 30 Minuten. Dann geht es da weiter. Also, ich würde mal sagen, den sehen wir erst das nächste Mal wieder. Ich habe jetzt immer noch, wie viel Tankdeckel habe ich noch? Tankdeckel, Sprit, wie viel habe ich da noch? Keine Ahnung. Gehen wir mal hier wieder zum Rennen. Müssen noch ins andere Auto einsteigen. Gehen wir noch mal da zurück. Jetzt steigen wir erstmal in ein anderes Auto. Den haben wir fertig. Der ist gerade am Bearbeiten. Ich könnte den hier nehmen. Oh, den nehme ich auch. Doppelklick drauf. Jetzt sitzen wir da drin. Und mit dem mache ich gleich die Internetrennen. Da brauche ich ja noch drei Stück. Aber vorher müssen wir den tunen. Schon auf die 500. Wird es mehr? Weniger? Mehr? Es wird mehr. Oh, hier wird es weniger. Hier ungefähr. Immer ein bisschen warten, wenn ich geschaltet habe, weil okay. Ab hier geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also von da aus sind 7. Von da aus. Dann gehe ich jetzt zu 3. 1, 2, 3. Das wird's.
beste Nitro 511. Sind wir jetzt hier beim Getriebe? Einstellen. Ach, Voreinstellung ist nur zurücksetzen. Ah, okay, gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nee, da wird's schwer. Nee, nur 37, einer, also es kann sein, dass es wieder runter geht. 38, 39, 40, 41, 42, okay, 43, jetzt runter, 44, geht noch aufwärts, 45, ah, hier steht er, 46, 47, oh, hier geht er runter, zack, also hier. 47. Perfekt. Haben wir gemacht. Reifendruck. Boah, der ist auf Minus. Uiuiuiui. Es geht auch runter. Minus 900, wenn er ganz aufgepustet ist. Ja gut, dann lassen wir den Reifendruck da, ne? Okay, dann würde ich sagen, das war's. Jetzt gehen wir hier mit raus. Ah ne, das ist das Rückstellen. Dann gehen wir damit raus. Anwenden. Zack, und fertig ist er. Jetzt werden wir ein Rennen testen. Ein Online-Rennen. K3, wir kommen später einfach mal wieder. Hui. Ich sitze jetzt im anderen Auto an, jetzt geht von dem Auto, in dem ich drin sitze, in den Mustang Boss. Und da sehen wir, unmöglich. Hier habe ich zwei, hier habe ich ein. Dress to impress. Aber wir wollen zum Live-Rennen gehen. Ich muss nur noch drei gewinnen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Drei gewinnen, das geht gar nicht. Ich schaffe ihn nicht. Ich habe so viele Probleme immer zu gewinnen. Ich warte mal auf, dass mich einer einlädt. Oh, hier. Ich werde eingeladen. Annehmen? Ach, gegen drei Sterne. Der hat den K2er mit drei Sternen, fährt gegen K1er mit einem Stern. Hallo? Merkt ihr was? Soll ich meinen K5er gleich holen? Ach ja. Ich hoffe, es ist nicht wieder laggy, nämlich. Das ist immer richtig laggy, das Spiel. Perfekter Start. Boah. Ich habe gegen den K2er gewonnen. Oh, ist das witzig. Aber ich habe getuned und seht ihr hier, boah, über ein neuer Rekord, alles. Also, ich sag mal, ich habe ihn gut getuned, sage ich jetzt einfach so mal.
Bissen T2er. Achso, nee, das heißt nur. Ah, möchte mich einer herausfordern? Das bin ich, T1. Der ist auch T1. Ich glaube, T2 ist die Liga, ne? Obwohl, ich müsste dann eigentlich T112 sein oder sowas. Wenn T1 oder ist 1 das Schlechteste? Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Hey, ich bin weg. Wo bin ich? Da bin ich. Warum war vermeint? T2er herausfahren. Hey, mein Auto ist besser wie dein Auto. Bock auf ein Rennen? Oder hast du Angst? Mit deinem VW. Ich bin überhaupt kein VW-Fan. Aber ich denke mal, das gewinnt bestimmt der VW. Der hat keinen Stern. Das könnte vielleicht ein Vorteil für mich sein. Also das Auto, was er hat, ist noch nicht ganz fertig. Das ist mein HSK 001. Dann schauen wir mal, wie gut sein VW ist. Oh, nur ein guter Start. Und weg bin ich. Ist das witzig. Ich brauche noch einen Sieg, ne? Noch einen Sieg brauche ich. Also ich glaube, T1 ist die schlechteste Liga. Glaube ich. Weil man fängt ja auch mit K1 an, dann geht es nach K2, dann K3, K4, K5. Also würde ich sagen, dass K5 die beste Liga ist. T5. Weil K5 das beste Auto ist. Außer wenn es schon... Oh. Ach, den werde ich verlieren. Den Kampf werde ich verlieren. Perfekter Start und der ist schon weg. Tschüss. Höchstgeschwindigkeit neuer Rekord? Fest nicht, nur Höchstgeschwindigkeit, glaube ich. Oh, doch, wieder alles. Mein lieber Herr Gesangsfeind. Das war aber jetzt der knappeste Sieg von den ganzen. Obwohl das auch K1 war. Oder T1. So, da gehe ich jetzt raus. Ich habe meine 3 Siege geholt. Das heißt, ich kann meine eine Quest abholen. Ich hoffe, die meinen diese. Oh, meinen sie diese Story-Queste? Wenn ja, da komme ich nicht weiter. Fahre 5 Meilen am Tag. Ach so. Ach so. Oh. 51 Punkte fehlen noch. Na, kein Interesse.
52.000, ich habe 3.000. Naja. Gehen wir nochmal hier rein. Hier ist eine Box für mich. Und zwar diese hier. Ultima und 6.000. Ist doch schön. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Geld. Elite. Jetzt muss ich hier diese Punkte sammeln. Oh, diese habe ich. Und ich brauche noch diese. Ah, super passend. Ich kann da noch Sachen ändern. Einbauen. Ach nee, das sind die, die ich neu gekriegt habe. Ferrari. Abholen, jawohl. Die eine Quest fertig. Super. Es fehlen mir noch die Meilen. 5 Meilen. Oh. Elite Stufe 15 mit Mustardenboss. Komme ich dann noch weiter? Elite Stufe, da ist auch ein Zeichen, also ich komme weiter. Später vielleicht. Später vielleicht. Später vielleicht. Okay, das 100 sind 10. Ah, schon mal 10. Jetzt brauche ich diese. 50 sind 100. Ich gebe jetzt mal ganzes Gold aus. Okay, das war's. Jetzt habe ich noch 25 Gold. Dann schauen wir nach. Nummernschild. Donner. Ich glaube, mit Donner sah am besten aus. Das sieht, die sehen hier alle so grau aus so, und das sieht dann wenigstens schwarz-rot aus.
Das kostet Geld. Hast keine Reis. Bleibt. Schubi. Haben wir gemacht. Auf Elite 20 bin ich jetzt. Nicht schlecht. Von vorne. Zweit. Okay. Kann man mitleben. Was haben wir hier? Lackieren. Nein, wir lassen den rot. Auch wenn es andere. Das Rot kann ich zwar nicht nehmen, aber. Ja. Ab 22. Also, ich habe diese drei Lackierungen neu dazu gekriegt: Gelb, Blau und Braun. Nein, wir lassen bei Rot. 6 Lackierungen habe ich gekriegt. Ach, hiervon jetzt 6. Das sind also die letzten 6 dann. Da hat der 1, 2, 3. Nein, die sind gesperrt. Das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das sieht schon mal ein bisschen cool aus, ja. Der Strich geht wieder mit und dann links und rechts weg, finde ich. Das gefällt mir. Der ist langweilig. Oder der. Ich finde den eigentlich am besten. Ich glaube, mit Schwarz ist sogar besser als mit Weiß. Dadurch, dass das hier in der Mitte schwarz ist, sieht das dann. Und hinten. Der Spoiler ist auch schwarz. Ja, ich nehme schwarz hinzufügen. Und das Kennzeichen ist auch schwarz, ne? Ja, siehste, genau deswegen. Muss schon schwarz sein. Schauen wir, schauen wir, schauen wir, was war noch neu hier? Da, 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 da. Da, Aufkleber. Was soll ich mit Aufkleber? Stefan R. Nee, das weglassen. Oder schwarz. Nee, mach mal weg. Das passt nicht. Gut. Das darf ich noch nicht. Erst ab 49. Mein lieber Scholli. Das ist ab 29. Kannst du von dein Land deiner Wahl die Flagge ranmachen, wa? Haben sie auch alle Länder? Nee, ich glaube nicht. Haben sie Indonesien? Da ist Indonesien. Haben sie. Also, die haben doch alle Länder wahrscheinlich. Nee, Deutschland haben sie nicht. Ach, ist alles sortiert. Dann müsste D, entweder D oder G, Deutschland oder Germany, eins von beiden. Da. Germany, Deutschland. Ghana. Achso, das ist nach dem englischen Alphabet sortiert. G ist Germany. Und hier steht Deutschland, ist nach den englischen Namen sortiert, die Länder, aber wurde halt auf Deutsch übersetzt, weil deswegen steht hier auch Frankreich, ist ja F, passt, Frankreich, Finnland, da Äthiopien, fängt mit F wahrscheinlich irgendwas an, keine Ahnung, was Äthiopien auf in Englisch heißt.
keine Ahnung. Und Estland. Ist normal. Wo hier ist alles mit dem? Hä? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ägypten? Ah nee, E ist doch richtig. Ach ja, Ägypten wäre Egypt. Genau. Dann wäre Äthiopien, wird wahrscheinlich mit E geschrieben. Äthiopien ins Englische und der wahrscheinlich auch mit E. Äquatorialguinien. Blablablab. Gut, da haben wir den weit aufgetunt. Okay, alles fertig. Was müssen wir noch machen? Ja. Habe ich den nicht gespeichert? Warum ist denn wieder weiß? Warum bist du wieder weiß? Ja, egal. Verbesserung. Ich kann ihn verbessern. Verbessern. Da. Nee, oder? Nee. Null steht da. Da ist das Turbo. Da geht was rein. Einbauen. Bam. Den krieg ich bei 35 frei. Supi. Auch schon verbessert. Und jetzt muss ich wieder neu tunen. Passiert nichts. Das ist jetzt Nummer 4, passiert nichts. 5, 4. Und 2 zurück. Da muss man wahrscheinlich nichts machen. Geht da runter. 61. Ja, da müssen wir nichts machen. Und der Reifendruck. Nee, auch nichts. Gut. Lass mal so anwenden. Haben wir das auch fertig? Ich habe noch so viel zum Fahren. Ach, warum soll ich das denn nicht dabei platzieren? Mach ich Foto von, dann geht's bei Facebook rein oder wie? Warum ist der noch? Ich habe den noch gerade schwarz gemacht. Egal, wir gehen zum Rennen. Wir haben jetzt K3 soweit gespielt. Ich könnte sogar mit meinem. Achso, ich muss sowieso K1 fahren. Ich könnte legendäre weiterfahren. Oder hier diese Story abgeschlossen. Habe ich schon fertig? Oder ist halt abgelaufen? Rennen des Tages. Ein Viertel Meile. Wie spät ist denn das? Okay, ich habe noch 20 Minuten. Ladezeit. Da. Das Auto kriege ich geliehen. Perfekt. Perfekt. Turbo. Perfekt. Ich fahre noch nicht weiter mit fertig mit Schalte hier.
Überraschung, ein Auto. Gut, dass kein Auto war. Hm? Weil sonst müsste ich eins verkaufen. Rennen des Tages. Und jetzt geht's mal weiter. Wir testen jetzt einfach ein anderes Auto. Das sagt er hier, Ferrari. Bei dem muss ich noch was machen. Dann schauen wir uns mal den Ferrari an. Was für Probleme der hat. Okay. Okay. Hier war 83, hier nicht. Hier nicht. Okay. Da. Getriebe. Nee, geht runter. Reifendruck. Ich habe auch einen Plattfuß. Okay. 2, 3. Also nicht 2, so passt. Anwenden. Jetzt gehen wir zum Rennen. Das ist mein K2er. Oh, hier soll ich ein Rennen fahren, sagt er. Falsches Auto. Habe ich denn ein Auto? Geht da die Liste oder nicht? Habe ich nicht. Ach, da ist jetzt. Würde ich gerne holen. Kein Platz in der Garage. In der Garage habe ich aber keinen Platz. Noch 18 Minuten. Ach, bei dem war ich doch gerade, ne? Zum Rennen. Fahre ich jetzt mit dem Ferrari in so ein Sonder? Langsam der Start. Wow. Ui, ei. Ich war gerade nicht vorbereitet, dass er so schnell war. Da muss ich nochmal wiederholen. Das kann nicht so sein. Alter, ging ab wie eine Rakete, der Ferrari. Meine Güte.
drehen. Boah. Das ist ja auch ein K3er. Das ist ja schon mal unfair. Aber normal müsste ich das schaffen. Das ist machbar. Oh, langsamer Start. Wow, zack. Super, super, habt ihr das gesehen? Er ist abgegangen wie eine Rakete. Gegen ein K3er. Okay, ist K2. Wenn ein K2er richtig gut aufgetunt ist, sieht man. Oder K1er kann man gegen den nächsten K auch gewinnen. Aber K1er gegen K3er, ich glaube, das wäre nicht gegangen. Oder K2er gegen K4er. Glaube ich auch nicht. K4er gegen 5er, ja. Ja klar, das ja. K3er gegen 5er wird wahrscheinlich auch schwer. Na gut. Er sagt, das nächste Rennen schaffe ich auch noch. Mit, wie gesagt, ich sage ja immer, mit 2 Sternen schaffe ich mit 3. Ganz knapp nicht. Und mit 4 unmöglich. Wenn alles perfekt wieder läuft, werde ich gewinnen. Ladebildschirm schneller. Ich habe mein Nummernschild veredelt. Ein guter Start. Und haben wir auch. Zack. Höchstgeschwindigkeit 150. Aber auf einer vierten Meile. Würde ich sagen, ist schon mal gut. Naja, nicht ganz 150. Nächstes Rennen schaffe ich auch noch. Aber ich würde Probleme mit denen haben, wenn ich eine halbe Meile fahre. Weil wenn er nur 150 fährt, fährt er bis nach vierte Meile 150 und dann nur... Dann bleibt er stehen. Also fährt er nur 150 ab einer Meile. Wenn einer ein bisschen mehr Gas gibt, der kommt da weiter. Auf Wiedersehen. Wow. Der nächste geht auch noch. Nehmen wir den auch noch mit. Und ich kann noch mal Ferrari noch weiter ausbauen. Der ist noch nicht mehr ganz fertig. Verstecke mal die Maus. Tschüss. Was ist ein Porsche? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was für ein Gegner ich habe. Was war das für ein Auto? Naja, auf jeden Fall war das zu langsam.
Na, wann komme ich hier nicht mehr weiter? Wann ist das Ende da? Und wann habe ich meine 5 Meilen fertig? Ja, schon wieder nicht geschaut, was für ein Auto. Perfekter Start. Aber wir auch. Ah, letzte war schlecht gescheitert, aber ich kriege ihn noch. Der nächste geht auch noch. Porsche. Paymont. Let's go. Ich fahre so weit, bis ich die 3 Sterne sehe oder die 3 Spiken, dann brich ab und dann möchte ich auch mal sagen, das Video für heute ist zu Ende, weil es geht schon ziemlich lange. Und ich habe sowieso nur noch 10 Minuten. Und jawoll! Ist ja ein knappes Rennen nach dem anderen hier. Der nächste bitte. Wir haben noch keine Zeit. Da-da-da-da. Bereit. Guter Start. Ah, ein bisschen spät geschaltet in den ersten Gang. Es wird ein bisschen knapp. Ah, verloren. Das lasse ich nicht auf mich sitzen. Guter Start. Das habe ich gewonnen. Nein! Oh, das ist doch nicht. Es muss noch besser werden. Es muss noch besser werden. Ah, Mist, durchgedreht Reifen. Da war der Anfang ja mal Gacke. Jetzt verbrate ich hier mein ganzes Benzin an den einen Rennen. Nein! Guter Start. Und. Ach, schon wieder nicht. Ich habe noch ein bisschen. Nee, das war ja noch weiter. Okay, ich habe jetzt eine Methode gefunden, die ich vielleicht machen könnte und probiere. Und vielleicht bringt das was, aber am Anfang zieht er mir immer weg. Jawohl. War das nicht mal perfekt? Das war perfekt. Der nächste Rennen ist auch noch 2 Balken. Das kann doch nicht sein.
kann doch nicht sein. Ich war doch jetzt schon am Limit. Limited. Ich bin schon ganz durchgeschwitzt. Von denen ein Rennen gerade. Ich bin sowas von durchgeschwitzt. Das gibt's doch nicht. Und er sagt, ich komm doch weiter. Nein. Audi? Oh, der ist gut, der Audi. Was ist das für ein Audi? A6? A4, ne? Steht da gleich. Audi. RS5 Coupé. Habt ihr das gesehen? Der Audi ist Geschichte. Da gewinne ich sogar mit den Oldtimer gegen. Aber die haben gesagt, der nächste ist auch noch zwei Balken. Das ist hart. Hart am Limit. Lade. 5 Minuten habe ich noch. Ich glaube, dann ist auch der Dingens hier toll. Ah, langsamer Start. Ja. War es auch ein Audi? BMW. Oh, schade. Das ist gleich beim ersten Mal geschafft, den BMW. Nächstes Rennen. Das Rennen endet gleich in ein paar Minuten. Und dann habe ich auch keine Zeit mehr. Dann muss ich auch mich fertig machen. Go. Ach, diese Ladezeiten. Schon wieder ein BMW. Perfekter Start. Boah, da hat er jetzt keine Chance mehr. Ah! Mist. Ich habe gedrückt, da hat er nicht reagiert, da habe ich nochmal gedrückt und dann hat er gleich zwei miteinander. Das ist ärgerlich. Und das habe ich auch manchmal, wenn ich gegen andere Spieler spiele. Aber dann sagt er meistens von wegen, dass es geleckt hat und das Spiel wird nicht gezählt. Ein Jaguar, den habe ich noch nicht. KTM habe ich auch nicht. Aber der nächste hat immer noch zwei Balken. Ob ich das schaffe, die 15 Rennen? Also 11 habe ich ja schon. Also sind noch 4, der und noch 3 weitere. Gegen den einen habe ich sehr lang gebraucht. Was war das gewesen? Audi? Nee, nicht Audi. Ich weiß nicht mehr. Wiedersehen. Das war ein Audi.
Noch 3 Rennen. 3 Minuten noch. Also wenn die Ladezeit ein bisschen schneller wäre, würde ich das noch locker schaffen. Aber die Zeit, die rennt. Und die Ladezeit, die steht. Komm, ich höre schon die Musik. Da. Bin bereit. Oh, durchgedrehte Reifen, das ist schlecht. Boah, doch noch gewonnen. Noch 2 Rennen. Schnell, 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 schnell. 2 Minuten noch. Bisschen Adrenalin runter. Go, 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 go. Nein, zu langsam. Ah, der letzte war nicht so gut gewesen. Nein. Oh. Schnell hinterher setzen. Guter Start. Okay, gewonnen. 1 Minute habe ich noch. Okay, letzte Rennen. Ich hoffe, das wird noch gezählt. Später. Ich habe auch nur 4 Benzin. 4-mal Benzin habe ich noch. Die Zeit ist abgelaufen. Hoffentlich steht da noch das Rennen. Ja, keine Zeit mehr. Ich muss raus. Perfekter Start. Bitte, 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 bitte. Hab ich gewonnen? Nein! Das war doch alles perfekt gewesen. Guter Start. Und schon wieder verloren. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Langsam der Start. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ja! Jawohl! Was? War das der letzte? War es nicht gerade das letzte Rennen? War es nicht das letzte Rennen? Ich dachte, das wäre das letzte Rennen. Komm schon, komm schon. Die Zeit ist abgelaufen. Ich muss mich fertig machen. Und
Nee. Ich habe noch einen. Ach komm, den einen. Ein Benzin habe ich noch. Ein Kanister. Oh, ist langsam. Das war's dann. Gut. Ganz Benzin aufgebraucht. Zurück zur Garage. Sieger Max ist hier den Hut vor dir. Du hast mit dem K3er gegen einen K2er gewonnen. Meine Quest ist, glaube ich, auch fertig. Die kann ich abholen. Dann werde ich das Rennen gleich beenden, wenn die Ladezeit zu Ende ist. Das dauert noch ein bisschen. Meine Spiel-ID 82 52 21 406. 2,6. Dankeschön. Und auch nochmal Dankeschön. Oh. Elite. Kann ich dann Elite auch aufwerten? Ich habe 35, 5 ist wenig. Okay. Dann würde ich mal sagen, das war's für schon wieder ein Benzin-Kriechchen. Ja, ich bin sicher. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen bei den langen Video mit den vielen Ladezeiten. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Das folgt hier, passt heute zu dem Spiel. Gut, ciao, ciao.